Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier in meinem zauberhaften Chaos der Verzweiflung. Und zwar in einem Dungeon, in dem wir eigentlich nur mal eben schnell die beiden Brenner des Schmieden in Rodia anstellen wollten. Tja, Achso, was spielen wir eigentlich? Ja, Baldur and the Guardian Owls. Ich wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß damit. Wir haben jetzt einfach immer noch das Problem, dass wir dieses magmaartige Monster genau hinter dieser Tür nochmal besiegen sollen. Aber wisst ihr, was ich gerade gesehen habe, als ich eine neue Aufnahme gemacht habe? Wenn ich jetzt hier... Guck mal! Wir haben eine Karte. Wir haben einfach eine Karte. Wenn ich hier jetzt im... mich befinde hier im Waffenmenü, haben wir eine Karte. Ist das jetzt die Dungeon-Karte, die ich mir... immer gewünscht habe? Vielleicht ist es das. Und vielleicht haben wir jetzt damit auch wirklich eine Karte fürs nächste Dungeon, weil im Savoca-Gefängnis war das genau irgendwie so ein Knackpunkt, warum ich so ewig lange gebraucht habe, weil ich einfach keine Karte hatte. Aber wenn ich da jetzt auch sowas wie eine Karte habe und vorausgesetzt, da sind mir gleich alle Räume dann irgendwie angezeigt, ist das vielleicht machbar, Ladies und Gentlemen, weil das dürft ihr nicht vergessen. Ich hatte ja keine Karte. Ich habe das alles irgendwie ja blindlings probiert. Aber darum geht es nicht. Wir müssen jetzt genau hier wieder rein. Ich wünsche euch da draußen hoffentlich viel, 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 viel Spaß. Und ich werde jetzt vielleicht vorsichtshalber einfach gleich mal den Schild wechseln. Weil ich mir nicht sicher bin, ob das nicht mehr Sinn macht, wenn ich auch einen funktionalen Schild bei mir trage, um gegen dieses Teil hier vorgehen zu können. So, wir müssen tatsächlich jetzt ein bisschen ausweichen und gucken. Kann er mich eigentlich auch töten, wenn ich hier hinter bin? Hallo? Siehst du mich nicht? Nee, guck mal, das sieht doch cool aus. Weil so wird ein Schuh draus. Boah, jetzt ist es so voll auf Agro, ne? Dann bleibe ich mal hier hinter. Also ist das nicht brennbar. Sehr gut. Muss ich jetzt irgendwie treffen? Warum habe ich denn vorhin so lange gebraucht? Also wir sind beide wieder gestorben, aber... Das ist der Bug, den müsst ihr drin behalten, liebe Entwickler. Dieser Bug rettet mich durch das Spiel. Wir haben das schon ganz oft gehabt, dass, also das ganz oft das dritte Mal jetzt, dass wir gleichzeitig mit dem, was wir töten sollten, gestorben sind. Oder war das bei der Spinne auch so? Nee, bei der Spinne war es tatsächlich nicht so. Und das dann trotzdem gezählt hat, dass wir es erreicht haben, weil wir einen Bruchteil der Sekunde das vorher erreicht haben. Aber was hat uns das jetzt gebracht? Was hat es jetzt gebracht, dass er jetzt nicht mehr da war? Welche Funktion hatte er? Weiß das jemand? Also ist jetzt alles wieder gut? Funktioniert es? Das ist die einzige, die hier frei rumlaufen kann, ne? Oder wir müssen vielleicht nochmal zu diesem großen... Also wir hatten ja das, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich das da reinschieben soll und ob ich es aufmachen soll. Vielleicht müssen wir da nochmal zurück. Ich werde tatsächlich jetzt hier auf den anderen Schild gehen. So. Das kann auch sein, dass wir da jetzt einmal zurück müssen. Aber wo war das? Boah, Spinne. Hier war es wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir laufen hier mal durch. Oh, hier durch. Ah ja, stimmt. Das war hier gegenüber. Irgendwo, glaube ich. War das hier? Ja, eigentlich auch. Nee. Ich habe geguckt, ob es einen Kelch gibt. Aber nehme ich. Das ist halt meine letzte Frage, ob ich jetzt hier noch vielleicht irgendwie hin muss. Wah! Irgendwas an diesem Raum ist jetzt anders, oder? Oh no! Oh no! Boah, jetzt muss ich genau gucken, wo lang ich kann, ne? Kann ich hier lang? Sieht gut aus, aber kann ich hier lang? Dann hier lang? Also außen lang?
Boah, ist ja creepy. Nee, hier lang. Er sollte seine Anlage echt überdenken. Ich sag's ja nur nochmal, ne? Die ist ja lebensgefährlich. Weißt du, wenn du da mal einen Techniker buchst, der dahin will. Ah! Der stirbt ja. Also ganz langsam. Und vor allen Dingen müssen wir diesen Weg auch wieder zurück. Aber ich fühle, dass wir relativ nah dran sind. Schiebe ich das jetzt zuerst rein oder drehe ich erst an den Blick? Schiebe ich erst mal rein. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Was es macht. Also muss das jetzt auf oder zu sein? Ich weiß es nicht. Ah, Jesus Maria und Jesus. Der Brenner im Keller ist an, aber der sieht jetzt auch nicht sehr safe aus, ne? Deswegen ist hier vielleicht auch das Wasser unten drunter. Ist alles reinstes Löschwasser. Aber ich muss diesen Weg jetzt zurück, ne? Oh, really? Oder? Nein! Ah, danke, Spiel! Ich kann abkürzen. Ich wollte mich einfach nur mal wieder mobben. Oh, Ladies and Gentlemen, wir können ganz normal zurück. Und ich werde jetzt... Nein! Eigentlich wollte ich kein Brot essen. Ich wollte eben, damit ich kein Brot esse und nicht noch weitere Sachen verschwende, was anderes auswählen. Gut, dann laufen wir raus hier. Also war der Keller tatsächlich doch ein relativ großes Dungeon. Und ich habe eine Karte entdeckt, Leute. So, aber jetzt läuft das Teil doch. Ich war jetzt so oft zwischen bei ihm schon wieder oben. Er steht da oben und klöppelt ihn nicht mal auf der Rohrleitung drauf rum. Ja, ist doch schon kaputt geklöppelt. Also wenn du mir jetzt nicht irgendwelche Waffen hier schmieden kannst. Dank der Söhnchen bin ich wieder im Geschäft. Ich schulde dir einen Gefallen, wenn du Werkzeuge hast, die repariert oder umgearbeitet werden. Ich bräuchte ein Schild und ein Schwert und eine Rüstung und alles. Du stehst in meiner Schuld, sonst mach ich den Ofen wieder aus. Komm zu mir. Du weißt, wo du mich findest. Ich bin immer hier. Meine Güte, ich habe wirklich eine Menge zu tun. Ja. Aber können wir jetzt aktiv so noch nichts machen? Ich will, dass er mir Sachen verbessert. Jetzt sofort. Er schuldet mir das. Oder arbeitet er nicht nachts? Ich mach das jetzt ganz. Ich gehe einfach mal raus. Vielleicht muss ich aber rausgehen. Wenn er sich jetzt querstellt und mir irgendwelche Sachen... Vielleicht kann ich mein Schild jetzt auch besser. Hallo? Aber wie funktioniert das? Mein Schild? Guck, mein Schild ist kaputt. Weiß jemand, wie es funktioniert? Wie funktioniert das? Soll ich was auswählen? Immerhin kann meine Kleidung nicht kaputt gehen. Oh, wir brauchen unbedingt Essen. Und Geld brauche ich. Und alles. Aber nichts habe ich. Überhaupt nichts. Also, Saboka Gefängnis. Das haben wir geschafft. So, pass auf. Lass uns durchgehen, was wir geschafft haben. Das Eulendorf steht noch aus. Ursula, die Müllerin. Brauchen wir auch noch Staub der Erneuerung. In den Wäldern waren wir noch nicht. Große Ramo waren wir auch noch nicht. Die Eulenbombe. Bobo-Tempel ist vermutlich das nächste, wo wir hingehen müssen vielleicht. Sinaro-Aue. Ja, aber was sagen die Nebenquests? Wo ist mein Bruder? Kames Schildrune. Wo kriegen wir denn noch eine Rune her? Das ist auch wieder die Frage. Im Eulenturm? Aber da haben wir doch schon eine Rune her. Wo ist mein Bruder? Wir könnten natürlich auch mal den Markt suchen, aber ich weiß nicht, wo wir da hinlaufen müssen. Ein Mann versucht, die Vasen im Zentrum von Rodia aufzulesen. Das sind wahrscheinlich alles Quests, die uns Schädel wieder herbringen. Tja, er sagt zwar, er könne uns helfen beim Reparieren, aber er macht es nicht. Ist jetzt die Frage, was tun wir? Wir sind jetzt relativ fertig mit den Nerven und allem. Und eigentlich brauchen wir jetzt tatsächlich irgendwie noch Brot. Wir brauchen Dinge. Ohne Dinge kommen wir nicht weiter. Also wir sind eigentlich gezwungen, ehe wir jetzt irgendwas anderes tun,
Geld zu sammeln. Wir müssen ordentlich jetzt Kohle sammeln. Aber ich habe eigentlich die Mühle gesucht. Lauf mal da lang. Ich muss aufhören, immer so zu gucken. Ich muss aufhören damit. Also, lasst uns mal hier reinlaufen und ein bisschen Brot kaufen. Und jetzt brauchen wir echt Geld. Also wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Geld farmen. Ich weiß, das ist wieder sehr, sehr langweilig. Überlegung wäre natürlich einmal nach Kidote zu gehen, aber der Bruder sah jetzt nicht so aus, als würde er jetzt sofort gleich loslaufen, ne? Oder wir gehen halt hier hinten zu der Senaro-Aue. Das wäre ja hier jetzt da lang, glaube ich. Erstmal eine Kiste. Ich wollte gerade sagen, bitte lass da Geld drin sein, aber nix. Nix mit Geld. Kein Geld. War da 11 Dindi? Das ist ja auch eine quere Summe. Was können wir eigentlich mit den Vogelscheuchen machen? Oh, vielleicht ist das auch so Zelda-like, dass es irgendwann ein Lied gibt. Und wir mit diesem Lied bei den Vogelscheuchen irgendwas machen können. Weil die sind ja jetzt doch ziemlich quer verteilt. Aber das ist nur Spekulation. So. Über uns kreisen die Vögel schon, siehst du, ne? Es ist schlecht um uns gestellt. Oh, können wir hier runterlaufen? Ich würde einfach gerne mal hier runterlaufen. Ja, wir müssen jetzt, ich weiß, das ist total dämlich, aber wir müssen jetzt ein bisschen rumquesten. Beziehungsweise ein wenig rumfarmen. Weil wir einfach alles irgendwie erstmal wieder auffüllen müssen. Und das heißt, wir brauchen Wurzeln, wir brauchen Elementarenergie. Ah, stimmt. Konnten wir hier eigentlich was tun? Wir sterben. Stimmt, da war ja die Überlegung. Oh, ist jetzt alles wieder weg. Fuck. Ja, es ist alles wieder weg. Das heißt, die Kiste ist auch jetzt wieder da? Nee. Ah, ich bin verwirrt. Gut, dann laufen wir jetzt hier lang. Also Haneko-Ebene. Ich guck jetzt nochmal. Ja, oder wir hatten nur in dem Dungeon dort eine Karte, wo wir gerade drin waren. Ich bin ja immer noch verwirrt, warum wir da eine Karte hatten. Und wir wollten ins Salino-Tal, ne? Hier konnten wir ja gar nichts machen. Also vielleicht gab es hier noch irgendwo Sachen. Aber eigentlich wollten wir ins Salino-Tal. Und da kommen wir auf einen anderen Weg hin. Da müssen wir bei dem Frosch lang. Das war das bei den Schafen, ne? Ja, ich glaube, bei dem Frosch da lang ging es. Sonst wäre es falsch. Hier lang auch nicht. Also wir müssen jetzt gleich da abbiegen. Hä? Warum ist hier ein Stein? Schieb es bitte auf die dunkle Nacht. Sie hat einfach nicht gesehen, wo der Weg ist. Oh Mann, das war jetzt echt blond. Ja, das war eine blonde Aktion. Ich wollte mal gucken, ob man hier irgendwas weggraben kann. So, irgendwo scheint es ja zumindest oben lang zu gehen. Oh Mann, das war nicht bescheuert. Das war eine richtig bescheuerte Aktion. Und selbst in der Nacht spielt er unermüdlich weiter und weiter und weiter. Also,
Ursulas Mühle hier entlang. Aber die Mühle gab's ja so nicht mehr, ne? Wenn ich das richtig... Fork. Ich will's aber jetzt will ich's töten. Jetzt will ich es töten. Vielleicht doch nicht. Hat uns das was gebracht, außer viel Ärger? Ich würde ungern jetzt noch was essen. Also wir müssen ein wenig aufpassen. Und Sachen einsammeln. Darum geht es uns ja. Wir müssen Sachen einsammeln. Und gucken, wo es uns als nächstes hin verschlägt. Aber zumindest müssen wir hier, glaube ich, irgendwie durch. So, das war die ehemalige Mühle, die auf jeden Fall abgebrannt zu sein scheint. Das haben wir schon mal rausgefunden. Weil wir nämlich schon mal hier lang gelaufen sind. Jetzt würde ich vielleicht, ja, einfach mal hier lang laufen. Ist gut. Und ich glaube, den würde ich jetzt auch sofort einmal essen. Weil es uns ja jetzt nicht so prickelnd geht. Ja, ich bleibe mal jetzt auf der Seite des Flusses. Und grabe. Okay. Hier ist ein Wildschwein. Vielleicht können wir auch so eine Sache verkaufen. Weil die können wir ja bis jetzt ja gar nicht verkaufen. Ist die Frage, waren wir in dem Brunnen schon? Wer war raus? Warte mal. Wenn sowas ist, ist es meistens so ein Gegner. Ich werde mal reinlaufen und gucken. Wir werden es ja sehen. Ah, Ruppa haben wir gelöst, das weiß ich. Ja, Ruppa haben wir gelöst. Das heißt, diese Echse können wir nämlich auch hinter uns zurücklassen. Ah, verdammte Axt! Ah, und ich renne immer wieder drauf los, weil ich denke, ach schön, was ist das? Nix. Die werden wir jetzt auch essen müssen, leider. Und so ist das, was wir einsammeln, ja, wie gewonnen so zerronnen, ne? Ärgerlich. Ah, stimmt, mehr war hier gar nicht. Verdammt. Wie? Nix. Das gibt's auch? Warum war da nix? Ärgerlich. Ich würde jetzt eigentlich gleich hier mal hinten lang laufen. Sinaro-Aue. Genau, hier entlang. Warum hören wir den Frosch schon wieder? Sitzt er hier nochmal? Das für ein Licht? Ursulas Mühle hier entlang. Sitzt der hier nochmal? Das wäre ja crazy. Wenn der hier an mehreren Orten sitzt und uns ständig Lieder beibringen würde. Ich bin verwirrt. Aber zumindest gibt es hier Birnen, das ist gut. Was machst du hier? Bitte hilf mir, ich verstecke mich hier vor meinen Feinden. Ich habe so viel Angst, dass ich mich nicht bewegen kann. Wo kommen die bloß alle her? Muss ich das jetzt gerade tun? Och nö. Was heißt viele Feinde? Viele Feinde. Och nö. Ach, Mann, so viel Energie habe ich nicht. Hilf dir selbst? Das ist eine Arschloch-Antwort, ne? Ach, Mann, oh. Verdammt, ich wollte mein Schild auswählen. Ich wollte mein Schild... Warte mal, ich muss noch mal ein Brot essen. Ein Brot, umsonst geopfert.
haben auch nichts, ne? Leute, ihr müsst mir echt mal Geld geben jetzt. Das geht so nicht. Ich kann euch nicht alle retten. Und am Ende... Warum hat das nichts gemacht? Können wir hier eigentlich mit Feuer arbeiten? Können wir hier mit dem heiligen Feuer vielleicht was tun? Nein, verwirrt. Gut, dass wir das jetzt mal ausprobiert haben. Lady, du musst mir echt Brot kaufen danach, ne? Ich sag das nur immer wieder. Du musst mir Brot kaufen am Ende. Off, Alter. Ich habe gleich kein Geld mehr. Ich habe kein Schild mehr. Das erklärt, warum ich hier so scheiße gerade abluse. Wo ist mein Schild hin? Es ist kaputt gegangen. Sag das doch gleich, dass ich kein Schild mehr habe. So, jetzt entlohne mich. Und weh, da kommt jetzt noch mehr. Sprich mit mir. Oh ja, du hast mich gerettet. Ich wusste nicht mehr, was ich tun soll. Ich war wie festgefroren. Ja, hab ich gemerkt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich habe nicht viel, was ich dir... Gib mir einfach alles Essbares und alles Geld, was du dabei hast. Ich habe viel geopfert für dein Leben. Was ich dir anbieten kann, aber ich möchte dir danken. Dein Ernst jetzt? Weißt du, wie viel Brot... Diese Münze ist 10 Dinti wert. Mit dieser Währung kann man im ganzen Land die... Geh einfach. Geh mir aus den Augen. Wo wolltest du denn überhaupt hin? Danke, dass du mich gerettet hast. Jetzt kann ich zurück zu meiner Expedition. Was für eine Expedition? Verrät sie mir natürlich nicht. Toll. Toll. Einfach nur toll. Wie ist da? Toll. Ich brauche Geld. Ich habe mich noch nie so arm gefühlt wie jetzt, gerade in diesem Moment. Minisio wäre doch jetzt toll, wenn der uns noch eine Karte hier anbieten könnte. Aber ich weiß gar nicht, ob wir sie uns dann gar leisten könnten. Jetzt rennt sie los. Toll. Für 10 Dindi, ohne Witz, ne? Nächstes Mal lasse ich solche Leute stehen. Und dann erzählt sie uns noch nicht mal was für eine Expedition. Er hätte uns ja wenigstens mal erzählen können, was er da macht. Aber nö, nix. Die geheimnisvolle Expedition und das war's dann. Deswegen bin ich jetzt hier in die Ecke reingelaufen. Willst du mir das ernsthaft jetzt erzählen? Boah. Toll. Aber warum höre ich denn den Frosch schon wieder? Und so laut vor allen Dingen. Wo ist der Frosch? Hört sich ja voll an, als wäre er jetzt hier in der Nähe, ne? Ich laufe im Kreis. Phänomenal. Okay, warte mal. Also. Gardasee. Aber eigentlich wollte ich ja zur Müllerin. Bin ich jetzt zu weit gelaufen? Also ich wollte zumindest mal gucken, ob wir hinkommen. Warte mal. Ich höre den Frosch. Ich bin Fangirl. Randotto! Willkommen, Baldo. Da bist du ja. Links oder rechts, oben oder unten. Wohin wirst du gehen, um etwas Neues zu sehen? Geh nach oben, um Ursula, die Müllerin, gleich hinter der Ecke zu treffen. Oder
Gehe noch höher in die Berge, um Ramo, den Geist des Waldes, zu treffen. Aber ich muss dich warnen, er wirkt mitunter etwas bedrohlich. Oder geh nach rechts und katapultiere dich in die Senaro-Au und weit weg in die Wüste mit der Jakko-Oase und den niedlichen Tierchen, die dort leben. Links, dort findest du das Wasser. Frage nicht mich, wohin du gehen sollst, sondern dich selbst, wohin du gehen willst. Quark. Wenn du aber nicht weißt, wohin, dann ist jeder Weg der richtige Weg, oder? Weißt du, woran der mich erinnert, auch mit dem Grinsen? An die Grinsekatze aus Alice im Wunderland. Ich hätte jetzt gedacht, dass er uns noch ein Lied spielt. Aber nö, nix. Also, eigentlich will ich ja erstmal zu Müllerin. Aber ich würde tippen, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Oh, Ladies and Gentlemen, schaut mal, was ich sehe. Seht ihr auch, was ich sehe? Das Eulenlied. Ah, Teleportationspunkt. Really cool, really cool, really cool. Ladies and Gentlemen, pass auf. Ich glaube, wir werden das nächste Mal jetzt einfach weitermachen, weil ich jetzt gleich noch Videos finalisieren muss und es doch einfach viel spannender ist, wenn wir dann gucken, wo es uns hin verschlägt. Ich hoffe natürlich, ihr hattet viel Spaß mit der heutigen oder den heutigen Folgen und würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder bei Baldur and the Guardian Owls mit am Start seid. Und bis dahin genießt den Tag und seid immer ein wenig dirty dabei. Auf Wiedersehen!